Nebenbei. Warte mal, Final Fantasy 10, 10, 2, 12 und Dirge of Cerberus, Final Fantasy 7, habe ich gezockt. Also ich habe nicht alle, wie gesagt, nicht alle gezockt. Würde ich gern. Ich bin momentan auch da gerade dabei bei wie heißt er? Sui, hier von Kronk.de Team. Hier Final Fantasy Tactic Advance. Also das Let's Play da, ja. Und da bin ich gerade beim halt bisschen zu gucken. Ist nämlich auch ein für dafür, dass das jetzt die Grafik ist, sage ich mal, ist das an und für sich ein geiles Spiel. Man muss halt bedenken, dass nicht jetzt die High-End-Grafik ist, aber ist geiles Spiel. Was spiele ich noch sonst noch halt gerne? Devil Kings, das ist, naja, für die, die es jetzt nicht wissen, man hat einen Charakter, der zum Beispiel, also kann sich aus mehreren Charakteren was aussuchen, einen aussuchen und da dann die Story machen. Und das ist dann, der eine hat. Charakter hat zum Beispiel jetzt Pistolen, der andere hat eine Pistole und ein Schwert und so. Und die haben alle verschiedene Fähigkeiten noch. Und man muss sich dann halt durch verschiedenste Soldatenhorden halt kämpfen, um halt hier mal Sand rein. So, alles Sand. Um halt sich halt zum Beispiel jetzt durch irgendwas noch zu verbessern oder so. Steinkraft. Nee, da kommt anderer Stein hin. So. Hier ist Dings, Sandstein. So, Pflanzen kommen dies, dies, dies rein. Da kommt das drin. Die Kohle kommt oben ran. So, die Kohle schmeiße ich. Nee. Da einfach mit drin. So. Ach nee, falsche Richtung. Ja, passiert mir auch öfters mal, dass ich mal nicht weiß. Ja. Tote Büsche. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso wächst hier Gras? Aber das ist ja das Texturenpaket. Komisch, die Blätter sehen ein bisschen aus wie so ein Dragon Egg. Naja, ich habe mal, naja, ein bisschen Platz gemacht. Ich glaube, ich sollte echt erstmal den Cobblestone rausnehmen. Bevor ich jetzt hier weitermache. Nein. Komm. Hier, zack. So. Ich pack den erstmal raus. Obwohl, nee, wenn ich den da reinschmeiß, ist das ver. Leitet er nicht schnell genug weiter. Komm. Hauen wir erstmal den hier unten rein. Den ganzen Cobblestone. So. Habe ich auch mehr Platz. Ich werde die Mauer vielleicht auch aus Cobblestone an sich machen. Weil ich will die nicht aus dem Steinziegeln machen, weil da halt die Dings zu ist und der Cobblestone hat halt oder Pflasterstein, wie man so schön hat, halt auch so ein mit dem Texture Pack auch so ein nettes
Muster, wo man echt denken könnte, dass das so eine Steinmauer ist. Und ich bräuchte dann groß gesehen den auch nicht irgendwie zu verbraten. Und dadurch spare ich mir ja ein bisschen Holzkohle. Ja, Steinbraten tue ich jetzt echt nur die Holzkohle erstmal verwenden, weil normale Kohle haben wir ja noch nicht so wirklich viel an sich. Und dann spare ich das lieber für Erze auf. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das machen muss. Moment, ich grab mich hier mal hoch. So. Hochgraben. Ja, wie gesagt, ich habe nicht wirklich Themen oder so vorbereitet. Das tut mir auf der Seite zwar leid, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr so wirklich ändern. Moment. Zack. Okay, das äußerste Rand ist der hier. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen wir dort eine Fackel hin und machen mal Waypoints, den da remove, den remove, add, zack, damit wir wissen, wenigstens bis welche Höhe das ist. So, und wenn jetzt mich nicht recht entsinne, ist das hier dann auch der Fall sozusagen. Ich mache dann das auch ein bisschen ebenen, so dass in der Stadt, das ist so, dass das auch ordentlicher aussieht, nicht so hügel kompliziert. Autsch. Wie halt da jetzt ist. Ich weiß, das ist an und für sich ein bisschen langweilig, aber ich habe groß gesehen, keine Themen mehr, worüber ich großartig quatschen kann. Und ihr schreibt ja auch keine Themen in die Kommentare momentan irgendwie, worüber ich denn mal reden sollte. Und deswegen das ein bisschen langweiliger. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich bemühe mich auch ab und zu mal ein paar neue Abonnenten oder so zu kriegen, aber meine Einstellung an sich dafür ist, ich mache das zwar so gesehen für euch, aber groß gesehen mache ich das auch nur, weil es mir Bock bringt. Weil ich will ja so gesehen, ich mache das ja so gesehen nur für hobbymäßig. So, ich will ja damit später keine Kohle verdienen. Weil es ist zwar schön und mit Gaming an sich Kohle zu verdienen, aber ich weiß es nicht. Und man da, die Leute dürfen ja auch groß nicht darüber reden, die jetzt YouTube-Partner sind. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich zum Leben reicht mit dem dort verdienten Geld. Und um ehrlich zu sein, naja, okay, vielleicht reicht es bei Kronk, Sarazar, Rumpel in die Richtung, weil sie dann wirklich schon so lange machen und so. Oh, das liegt aber, glaube ich, auch zum Teil mit dran, dass die so gesehen mit ihrer eigenen Firma Playmassive ja selbst noch Werbung und so machen und dadurch auch noch mal so an sich so Kohle verdienen. So, jetzt müsste ich auf der Höhe sein. Genau. Und auch zum Beispiel durch die Werbung beim Livestream zum Beispiel, dass sie da ja auch noch mal Kohle bekommen,
Die sind ja auch so gesehen, so viel ich jetzt weiß, bei ProSieben unter Vertrag noch mit und so. Dadurch verdienen sie ja auch alles Kohle. Da deswegen, aber jetzt zum Beispiel so ein kleinen YouTuber wie ich es bin jetzt, oder jetzt andere YouTuber, die jetzt nicht ein paar Millionen Klicks pro Video haben. Ich glaube, bei denen wird das nicht wirklich zum Leben reichen. Deswegen habe ich mir erstmal nicht vorgenommen, natürlich. Jetzt fehlt mir natürlich die Dingsspitzhacke. Deswegen habe ich mir nicht wirklich vorgenommen, mit YouTube Geld zu verdienen. Wenn man mir es anbieten würde, ja, würde ich erstmal klären, wie die Sachlage ist. Also, ich würde ja nicht alles Mögliche machen. Aber, naja, an und für sich, sonst würde ich es ja natürlich machen. Wenn der Preis stimmt und ich nichts irgendwie Ekelhaftes oder so machen muss. Ich muss mal kurz trinken, sorry, ne? Aber, sonst würde ich es jetzt ja denken. Sonst würde ich es ja wirklich vielleicht auch mal machen. Nur halt, wie gesagt, sonst nicht wirklich. So, Erde kommt da unten hin. Andere Steine. Zack. Nach da unten. Ich halte es immer gern. So, der Kabel ist ja da bei Dings. Gerade sagen, wo ist denn der ganze Cobblestone hin? Aber der ist ja unten hinten beim Cobblestone-Generator. So, 1, 2, 3, 4. Komm, wir machen auch noch ein paar Äxte. Eine Schaufel noch mehr. Schwerter. Nehmen wir auch noch mal so ein, zwei Steinschwerter. Schweinschwerter, ja. Ich glaube, das würde auch mal interessant aussehen. So Schweinschwerter, so Schweine auf. Schweine als Schwerter sozusagen. So den Cobblestone packe ich da hinten erstmal mit rein. Jetzt zum Beispiel kann ich auch dadurch, dass ich jetzt diesen Kram ziehe, ja auch zum Beispiel bisschen Cobblestone noch und so mit farmen, sag ich mal, den ich ja später mitverwenden kann. Und da hinten hatten wir ja auch noch Kohle geholt gehabt, was natürlich auch noch sehr hilfreich ist. Ja, aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich vor, damit Kohle zu verdienen. Zum einen auch, weil so viel ich weiß, dass natürlich auch alles versteuert werden muss und bei AGE, glaube ich, also Agentur für Arbeit, glaube ich, auch angemeldet werden muss, wenn man jetzt zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ist und das zum Beispiel dort drüber Kohle verdient und so. Deswegen wäre mir alles momentan viel zu viel Aufwand und so. Und dafür habe ich auch dann auch zu wenig Klicks und zu wenig Abonnenten, um das wirklich mal machen zu können. Deswegen mache ich das so hobbymäßig, solange es mir Bock bringt, werde ich es auch weitermachen. Und ein Ende ist momentan nicht in Sicht. Also ich habe mir vorgenommen, mindestens so 100, 200 Folgen insgesamt mindestens. Und wenn man bedenkt, dass ich jetzt gerade erst so über die 30 Folgen rüber bin, wird es noch einige Zeit dauern, bis ich wirklich damit aufhöre. So.